Gucken wir uns mal die Sammlung an. Kostüme, Musik und Filme. Ah, hier können wir. Victory. Können wir uns die Kostüme nochmal angucken. Also hier haben sie das Gesicht echt ein bisschen fett gemacht von der, oder? Hier gibt es nichts zu bemängeln. Das gefällt mir am besten. Guck, hier ist der Arsch nicht so fett. Als Meisterdetektivin. Eiskunstläuferin, alles okay. Schnittiges Outfit, okay. Ach, die Köchin. Nö, blub, also es ist wirklich nur... Bei der Degen. Hier bei der Fechterin. Ah, oh, Musik. Ah, oh, das ist cool. Brauchen wir nicht. Wie? Wir können noch... Okay. Ah, wir kriegen die Dinger, glaube ich, nur, wenn wir die perfekt machen, ne? Ah, ja, das könnten wir theoretisch komplettieren. Ja gut, das sind halt die Dinger, die wir gekauft haben, ne? Einfache Rosen. Ach, Fechterin-Kleid. Spezialkleid. Lovely. Nein, falscher Knopf. Komm, machen wir hier weiter. Let's go. So, wen haben wir denn jetzt noch? Der Justin ist Penn, Yuna und Blob, ihr seid noch da. Diese Macht fühlt sich stärker an als alles zuvor. Ich habe Angst, aber zusammen schaffen wir es. Gut, Peach, lass uns durch die Türen gehen. Ich bin nicht da, ich tue nur so. Okay. Bin im imaginären Blub haben wir da. Hat die Funkelkraft keine Wirkung auf die Tür? Es fehlt noch, die Funkeli-Seelen, in denen unsere Liebe für dieses Theater erstrahlt. Wir vertrauen dieses Licht euch an. Jetzt werden wir zu so einem Allrounder. Warte, warte, was wirklich? Das war ein Scherz eigentlich, aber... Herr Rosalina, verarme. Oha.
strahlende Peach. Oh wei. Oh wei. Es begleitet uns die Kraft sämtlicher Funkelis. Dann ist es nun an der Zeit, Peach. Dieser Strudel sieht komisch aus. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Willkommen auf meiner wundervollen Bühne. Ich habe auf dich gewartet, Peach. Dein fulminantes Strahlen hat Hoffnung geschürt und Erwartung geweckt. Doch jede Träume, desto je höher die Träume, desto tiefer die Verzweiflung, wenn ich sie zerschmettere in den erlesensten aller Tragödie. Diesen Moment habe ich entgegengefiebert, damit mein Meisterwerk vollendet wird. Benötige ich jemanden wie dich für die Rolle der Gegenspielerin. Also komm, lass die Tragödie beginnen. Der Hut hat Stil. Ah, verstehe. Ernsthaft. Verstehe. So. Also da fand ich die Löwen schwerer. Oder die Schlange. Ich glaube, die Phase 3 wird übel. Also ich kann halt auch nicht schneller schießen, ne? Komm schon! So, Madame Grape. Das war's. Super.
Wir haben es geschafft. Vielen, vielen Dank, Peach. Deine Funkelkraft ist einfach toll. Das Theater ist gerettet. Lass uns zu den anderen zurückkehren. Der Kampf war knapp, aber das war doch nicht alles. Zu früh, viel zu früh. Hier endet es noch nicht. Peach, meine Dunkelkraft ist dazu bestimmt, deine blendende Funkelkraft zu verfinstern. Und diese Tragödie wird sich genau hier auf dieser Bühne abspielen. Eine gemeine Finte. Ladevorgang, Ladevorgang. Alter, hat ihr das Theater auseinandergenommen? Na, so kann man auch ein Spiel beenden. What the fuck? Unser Theater, es liegt in Trümmern. Wenn jemand Grape auffällt, wird die gesamte Insel zerstört. Das wäre das Ende für uns alle. Auf wie geht's, Peach? Es kommt unser großer Einsatz. Er blößt jetzt das Dekolleté und sie ist geblendet. Alte Pil gedrückt, um anzugreifen. So. Habe ich etwa mit den... Ja, das geht noch. Sieht halt keinen Energiebalken oder so. So, das war glaube ich vom Löwen. Au. Kann ich nicht richtig aufladen?
Oh wei. Jetzt wird's cringe. Ah, super. Ein bisschen weird. Ah, ich muss die ganzen Parts auch umbenennen. Ich habe ja nebenher noch ein paar Aufnahmen am Laufen. Und natürlich können wir es wieder aufbauen. Wir bauen ein größeres Theater, ein geileres. Und zwar mit Blackjack und Noten. Herr Blub könnte die Anekdote verstehen. Das ist jetzt schon weird. Allein wie die fliegt. Aber doch schön. War schön, doch. Hat mir tatsächlich gut gefallen. Wir haben es nicht 100% durchgespielt, aber wir haben es durchgespielt. Hat mir mehr gefallen, als ich dachte, als es sollte. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ja, doch, hat Spaß gemacht. Die verschiedenen Rollen, die verschiedenen Spielmodis. War abwechslungsreich. War okay. War ein solides Game. Doch. War ein solides Spiel. Muss man ganz ehrlich gestehen. Die Kuchen... die Kolosseurin... Ah, die hat mir am besten gefallen. Ich finde es so schade, dass man diese Kuchen nicht einfach aus dem Drucker machen kann. Ah, so aus dem 3D-Drucker. Ninja Peach hat mir an sich auch ganz gut gefallen, diese verschiedenen Sachen, wie zum Beispiel, dass man sich an der Wand so ein bisschen tarnt, war cringe, aber lustig. Und halt auch mit, ne, mit dem Dingsbums, mit dem Bambusrohr im Wasser. Cowgirl hat mir sehr gut gefallen, aber ich mag halt einfach Western und so ein Kram. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Also dementsprechend, ja. Und der Stute, die war super. Die hat uns geholfen. Das waren die Pferdchen. Die Meisterdetektivin hatte was vom Flair, aber hat mir nicht so gefallen. Also war nicht meins. Die Meisterdieben. Die Eiskunstläuferin hatte mal was. Das war auch mal, ja, war an sich auch was anderes. War jetzt auch nicht so mein Favorit, aber war jetzt auch nicht schlecht. Die Meisterdetektiven oder die Detektiven hat zum Gameplay gut beigetragen, aber eher von den unteren Favoriten für meinen Geschmack her. Mega Man oder beziehungsweise die Superheldin war okay. War okay. War jetzt nicht atemberaubend, aber war okay. Ist auf Kinder abgezielt. Ist in Ordnung. Ist vollkommen in Ordnung.
Die hat mir tatsächlich, es war mal was anderes, das mit der Meerjungfrau Peach. War okay. Hat Spaß gemacht, war mal was anderes und war vom Gesang her tatsächlich sehr schön, um ehrlich zu sein. Also, dass man da damit halt die Fische kontrolliert, war mal was. Kung Fu. Ja. Die Kung Fu Peach hat mir auch sehr gut gefallen. Würde ich in der oberen Hälfte sehen. Aber Cowgirl Peach hat mir am meisten tatsächlich gefallen, vom Setting her. Und die Fechterin. Die beiden sind so die obere Platz. Das ist ein solider Mittelplatz. Oh, könnte ich eigentlich mal so ein Tier-Ranking machen, aber na, weiß ich nicht. Ja, die Musik ist auch schön. Nintendo of America. La 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 la. Oh, ich krieg meine Krone wieder. Tot, super. Doch, war ein schönes Spiel so für zwischendurch. Es war auch nicht zu lang. Ne? Wir haben es durchgespielt. Muss man ehrlich gestehen. Wie lange waren das jetzt her? Knapp 9 Stunden, oder? Würde ich sagen. Okay. Hätte ein bisschen günstiger sein können. 51 Euro. Na, weiß ich nicht. Aber ich fand es jetzt nicht schade, es gekauft zu haben. Aber guck mal, wie sich freut, die Krone wiederzukriegen. Ich glaube, sie hat jetzt gefragt, ob sie die Schleife behalten will. Behalten darf. Aike Shina. Misa Matsumoto. Iku Translation. Xiong Chung Kui. Ching Kui Piu. Oh nein, sie hat die Schleife abgemacht. Schade. Jo, wie fandet ihr das? Pamela Walters, Product Testing Technicians. Das fehlt so vielen Spielen. Das finde ich gut, dass das Nintendo noch hoffentlich drin hat. Schleife wurde gelöst und jetzt auch schade. Ich fände es cool, wenn wir die Schleife behalten konnten. Nee, den lassen wir drin. War okay. Ich muss nachher noch die Parts umbenennen. Dann muss ich mal gucken, wann ich die hochlade. Kann man mal mitnehmen. War fürs Wochenende ein schönes Ding. Was? Developed by Good Fail. Ich habe keine Ahnung, was E mit Apostrophen sein soll oder Umlaute. Nintendo. Sweet. Besties. Super.
Ich saß bestimmt jetzt. Im Laden ist ein Spezialkalt, Spezialkleid. Oh. Du kannst jetzt das Theater dekorieren. Versteckspiel ist nun Bossgegner. Oh, wir haben noch einiges zu genießen hier in dem Spiel. Ich will auf jeden Fall mal Spezialkleider angucken. Aber wahrscheinlich ist es dieses blaue Kleid, was wir angezogen haben. So. Du musst meinen Brief gelesen haben. Wir alle möchten dich öfters auf der Bühne sehen. Würdest du wieder für uns? Na klar. Es gibt jetzt auch viel mehr Sachen, die du machen kannst. Hier, schauen wir uns nochmal genau um. Okay. Herzlich willkommen. Wie gut, dass Grab endlich fort ist. Mir fehlen die Worte der Dankbarkeit. Vielleicht um weitere Sache Hilfe bitten. So, dass die Kraft der Wahrnehmung nutzen möchte, um das Theater zu dekorieren. Oh, das ist gut. Theater dekorieren. Ja, es ist jetzt so Nachspielereien. Kann man mal machen, aber... weiß halt nicht, ob man das noch braucht. So, ich will mal gucken, ob ich hier noch Spezialkleid. Oh. Na, das mit den Schneeflocken ist okay. Das ist cool. Das Lilane gefällt mir sehr. Das mit der Musik ist in Ordnung. Das Rot ist auch nicht schlecht. Also das Gelbe hat was mit dem Violett. Das Grüne mit dem Violett, nee. Das Braune ist auch nichts. Das mit dem Pferdchen, ja, die sind soweit in Ordnung. Die Standarddinger sind, meh. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Oh, das Blaue ist schick. Strahlenkleid? Na, ich weiß nicht. Das wäre mir too much. Das Astronautenkleid gefällt mir. Das Drachenkleid ist auch nicht schlecht. So, was haben wir denn hier? Ja. Okay, haben wir mal gesehen. So, wir können jetzt im Theater viel mehr Sachen machen. Ja, hier solche Sachen wahrscheinlich. Naja, war okay. War schön. Hat Spaß gemacht. Also dann. Ich würde sagen, macht's gut, YouTube. War schön. Tschüss.